Wenn du wissen willst, wie ich mir so ein Schloss restauriert habe, inklusive den Schlüssel, da vorne ist alles neu nachzubauen, dann bleib dran, gleich nach dem Intro geht's los. Willkommen bei WoE, World of Electronics, dem Elektronik- und Bastelkanal auf YouTube. Ich bin der Urs und heute haben wir mal ein ganz spezielles Projekt. Ich zeige euch das mal. Heute werden wir uns an ein spezielles Problem wagen. Ich habe da von der Nachbarin ein Schloss und einen Schlüssel entzwei gekriegt. Ich habe schon versucht, den zu löten oder zu schweißen, aber das Problem ist, dass irgendwie billiger Guss und das bricht da immer wieder weg. Und aus diesem Grund werden wir uns das Ganze jetzt nachbauen, diesen Schlüssel.
während der, des Revidieren des Schlosses klingelt es an der Türe und ich habe ein Paket. Ich habe jetzt das auf die Seite gelegt und ich hätte gesagt, wir öffnen das jetzt zusammen. Ich weiß, von wem das Paket ist. Das ist von einem Abonnenten von mir, von Peter von Leimis Werkstatt. Erstens mal vielen lieben Dank, Peter. Wie du siehst, ich habe es noch nicht geöffnet. Ich werde das jetzt gleich mit euch zusammen öffnen. Ich nehme euch mal ein bisschen näher, dann könnt ihr da reinschauen. Wie gesagt, ich habe es auch noch nicht geöffnet. Ich öffne das jetzt mit euch. Und hier könnt ihr schon das Logo sehen von Leimis Werkstatt, der mir das Paket geschickt hat. Ich verlinke euch den Kanal mal da oben im Eck für die, die es interessiert. Da geht's. Sieht euch das an! Sieht euch das an! Das glänzt wie ein Spiegel. Richtig, richtig geil. Meine Güte, ich hatte noch nie so ein geiles. Noch nie, nie hatte ich so ein geiles Brettchen. Wow, ist das schön. Also Peter, auf diesem Weg nochmals vielen, vielen, vielen lieben Dank für das wunderschöne Brettchen. Oh, ich traue mich das gar nicht irgendwo hinzulegen. Wir nehmen da gleich mal so ein Stück Pappe da. So. Das sieht aus, als hätten die sehr gute Schokolade in Österreich. Das freut mich natürlich als Schweizer. Das freut mich natürlich. Der Peter von Leimis Werkstatt hat mir extra zwei Brettchen geschickt, dass ich eins für mich habe und eins für meine Freundin. Das freut mich natürlich riesig. So, jetzt hoffe ich, das Video von meinem Schlossrest, von meiner Schlossrestauration hat euch gefallen. Ich würde mich natürlich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Für die, die mich noch nicht abonniert haben, abonnieren kann man mich da im Eck. Und wer noch nicht genug hat von meinen Videos, da und da kommen gleich die nächsten. Und jetzt sage ich danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Euer Urs.